Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich hoffe, die Kiste kriegen wir jetzt noch. Nein! Schnell, die müssen wir holen. Die müssen wir haben, auch wenn wir am Verhungern und Verdursten sind und Boris gleich wieder ankommt. Ja, zu früh gesprungen. Wir müssen uns auch noch andere Wege... Danke, Boris. Wir müssen uns andere Wege überlegen, wie wir hier auch mal reinkommen. Denn hierdurch ungern, dass das der einzige Weg wäre, wo wir reinkommen auf unser Schiff. Aber die Seiten können wir hier auch nicht offen lassen. Da unten die. So, jetzt müssen wir aber eben schnell was trinken. Und was essen. So, Planken rein. Und die Rüben rein. Und das hier schnell weg. Was haben wir noch so auf Tasche? Was wir jetzt vielleicht... Die Kartoffeln können wir essen. Und wir haben wieder ein bisschen was... Das Fass haben wir übersehen. Ich hoffe, den kriegen wir noch. Nein! Komm! Ich brauch dich! Nein! Tschüss, Fass! Ja. Ein weiterer Verlust. So, was können wir jetzt? Das können wir wegschmeißen, das können wir wegschmeißen. Das können wir gleich mal trinken. Da kommen aber wieder ein paar Fässer. Und das können wir eben schnell essen. So, und wir brauchen bald wieder neuen Haken. Und wir schwimmen direkt auf eine Insel zu. Dieser Fass hat sich... Also, der hat sich gar nicht gelohnt. So, ich hoffe, den kriegen wir. Ja, nice. Der könnte etwas schwieriger werden jetzt. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Ne. Dann kommt aber wieder einer. So, und jetzt noch einmal. Nice. Ach nö. Achso, ne. Ich dachte schon, OBS spinnt wieder. Ich hatte ganz kurz gedacht, OBS spinnt wieder. Ganz kurz geglaubt. Ich hatte jetzt wirklich Panik gehabt. Ich hatte wirklich ganz kurz einen Schock gehabt, so, dass der mir wieder Probleme macht. Hätte ich jetzt gar nicht gebrauchen können. Jetzt haben wir nochmal ein Stück Plastik bekommen. Schön. Können wir gar nicht gebrauchen. Nee, den, oder? Können wir den, oder wir versuchen es mal von hier. Und dann, so. Dass wir dann die Kiste kriegen. Ja, das sieht so danach aus. Dass wir die kriegen werden. So. Nice. So, dann hier. Dann können wir das wegschmeißen. Palmblätter haben wir irgendwo noch da. Und wir haben jetzt sehr, sehr viele Planken. Wieder mal. So. Und hier würde ich sagen, macht es wirklich am meisten Sinn, wenn wir vielleicht so machen. Ja. So macht es am meisten Sinn hier. So, einmal da randrehen. Dann können wir schon mal hier Anker lichten. Anker werfen, Entschuldigung. Ah,
so ein bisschen zu weit, aber egal. Wird wohl passen, dann schwimmen wir halt ein bisschen. Und kriegen gleich wieder hohen Besuch von Boris. Oder doch nicht? Haben wir diesmal geschafft. Mehr haben wir hier nicht. Ja, dann ist es halt so. Können wir mal gucken, was wir hier wegschmeißen können. Den hier können wir wegschmeißen, den hier können wir wegschmeißen. Das überlassen wir der Natur hier. Dann können wir nochmal zurück aufs Schiff. Und da kommt schon der Boris. Und so. Und jetzt können wir wieder lichten. Und dann drehen wir wieder Richtung der Strömung. Ja, ein bisschen zu weit. So. Ich bin am Überlegen. Vielleicht haben wir hier einen kleinen Fehler gemacht oder so. Weil wir müssen ja auch irgendwie hier hinkommen. Und wenn wir hier das eine Ding machen, wo wir für die und für das da auffüllen können, wäre das ein bisschen problematisch. Es sei denn, wir machen hier und hier nochmal eine Tür. Ja, ich glaube, hier... Nein! Toll. Dass wir hier noch eine machen und dann da vorne. Ah, das war jetzt sehr, sehr schlau von mir. Ich hoffe, wir haben jetzt kein Fass übersehen. Der schon da hinten. Auf der Seite haben wir aber auch keinen übersehen. Okay. So. Auf den warten wir eben noch ganz kurz und dann... Ich glaube, so werden wir ihn nicht erwischen. So, aber jetzt nochmal. So erwischen wir den. Ja, geil. Ah, nice. Dann können wir jetzt eben ganz schnell die zweite Tür machen, dass die dann hier ist. Und hier müsste dann jetzt eine ganz normale Wand sein. Beziehungsweise hier lasse ich erstmal noch so. Weil ich jetzt nicht weiß, weil hier werden wahrscheinlich Rohre gebraucht. Und ich weiß noch nicht, wo wir die Baupläne für Rohre kriegen. Aber dann... Ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. So. Da ist wieder eine Insel. Wenn man so guckt, dann sehen wir die rechts. Ich würde sagen, wir reißen dann unten wahrscheinlich die paar Dinger da, paar Bretter ab, damit wir so eine Sammelstation, so eine Sammelstelle haben für den ganzen Loot. So, Fässer kommen jetzt keine mehr. Können wir das wegschmeißen? Und das? Was den Schrott angeht, weiß ich nicht. Bin ich mir jetzt noch nicht sicher. So. Ah, Plastik haben wir schon voll. Okay. Dann können wir Plastik ja auch schon wegschmeißen. Bezüglich hier Sammelstelle können wir ja nicht hier bauen. Wo war denn das? Im Inventar wahrscheinlich, hä? Hier irgendwo. Oder? Oder war es hier?
Irgendwo gab es sie doch. Hier, Sammelnetz. Aber es ist ja nur das eine, die eine Variante davon. Was würde das denn kosten, die zu bauen? 6 Planke, 8 Seil und 2 Nägel. Oder? 8 Seil? Ja, 8 Seil. Müssen wir schauen, wie wir das erstmal machen. Denn soweit ich weiß, gibt es auch andere Varianten von denen. Nicht nur diese billige Variante, sage ich jetzt mal dazu, sondern auch die stabile Variante, so wie das hier. So, nice, den haben wir. Ah, so viele Planken, nice. Komm, dich brauche ich. Nice. So, das weg. Das weg. Das weg. Das weg. So, wie viele haben wir jetzt? 11. Ich würde sagen, für die Maschinen, der Maschinenbereich soll bis hierhin gehen. Und dann, ja, ich glaube, hier lassen wir das offen, dass quasi nur dieser eine Raum ist und dann muss man hierhin irgendwie, keine Ahnung, was hier dann so, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stellen sind für Netze. Beziehungsweise sogar bis hier hinten hingeht. Dass wir dann hier anfangen bis hierhin und dann so bis da zubauen. Wäre meine Idee jetzt. Ja komm, da können wir jetzt erstmal so vielleicht machen, dass wir dann hier die Bereiche, den Bereich bis hier alles. Nein! Ich Depp! Und wir haben keinen Metallbarren, um das aufzurüsten. Wir brauchen wieder Metall. Ah! Ich vergesse das immer wieder. Wir können das nicht einfach so abreißen. Jetzt brauchen wir wieder Metall. Oder haben wir? Ich hoffe, wir haben ein Metall noch. Haben wir ein Metall? Wir haben kein Metall. Weil ich das auch vor ein paar Folgen weggeschmissen habe, weil ich das irgendwie für einen Stein oder so gehalten hatte. Boah. Ich bin echt so ein Beppo gerade. So, ich hoffe, der hat da hinten Metall. Ein Metallbarren. So. Einmal ganz stark dahin drehen zum Floß. Das müssen wir jetzt hinkriegen hier. Ich hoffe wirklich, der hat ein Metall. Zur Not, da ist wieder eine Insel mit einem Vogel. So. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So, Seile. Sonst haben wir nichts mehr für hier. Wir haben aber noch sehr viele Nägel. Immerhin. Und dann müssen wir hier... Komm, den nehmen wir mal mit. Weil wir haben wieder Durst. So. Noch ein bisschen Richtung Floß. Ich hoffe, wir erwischen den. Beziehungsweise ich mache jetzt mal so. Danke, Boris.
Ich habe so ein Gefühl, so ohne irgendwas jetzt in den Händen zu haben, sind wir schneller am Schwimmen. Danke, Boris. Der hatte kein Metall. Ja, danke, Boris. Da kannst du gut. So. Das heißt, der wird uns hier wieder alles kaputt beißen. Sobald wir den bauen, wenn wir kein Metallding hier haben. So, den schnell so aufsammeln. Dann drehen wir mal auf die... Hallo? Auf die Insel zu. Weil da haben wir definitiv irgendwo unter Wasser noch Metall. So, dann holen wir uns den da noch eben ganz schnell. Aber zum Glück ist obenrum hier nichts kaputt gegangen. Ist nur unten da alles kaputt gegangen. So, das weg. Das weg. Wir haben zum Glück auch wieder ein paar Planken. So, Seil nochmal hier rein. Planier können wir hier reinballern. Okay, für hier haben wir sonst nichts mehr. Den Stein können wir wegschmeißen. Hier haben wir wieder gegrillte Rüben, immerhin. So, noch ein paar Planken rein und die Rüben drauf. Und wir haben schon wieder Durst. So, dann nehmen wir halt die Wassermelonen und trinken die. So, dann packen wir das wieder hier rein. Das können wir da reinpacken. Das können wir hier reinpacken. Und das hier. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir die hier schon mal irgendwo hier platzieren. Ne, vorne hatten wir gesagt. Dann machen wir das erstmal so. So. Und so. Und dann kommt hier eine Tür. Und das gleiche machen wir hier nochmal. Wir drehen noch ein bisschen bei. Schauen wir mal, wo wir da anlegen können. Am besten vielleicht da hinten an der Seite. Da wird am meisten Sinn machen, glaube ich. Wenn wir da vorne irgendwo anlegen. Dass wir da vorne anlegen, das macht am meisten Sinn, glaube ich. Obwohl, wir steuern auch da hinzu. Vielleicht auf der anderen Seite irgendwo anlegen. Aber erstmal holen wir uns die Festung. Beziehungsweise ich drehe erstmal Richtung. Doch dahin. Hallo. Nicht zu weit drehen. So. Die Fässer, glaube ich, kriegen wir noch, oder? Ich hoffe. Nein. Dann holen wir uns die so. Bevor der Boris kommt. Ah, ich wollte schon springen. So, den nehmen wir auch noch mit. So ist super. So ist gut. Warum noch ein bisschen? Nein! Aua! Warum drücke ich jetzt auch noch aus Versehen die falsche Taste? So, egal, dann machen wir so, dass wir hier Anker werfen. Ich gehe mal vielleicht hier hin. Hier werden wir nicht attackiert. Dann können wir so erstmal
das wegschmeißen, das wegschmeißen, das wegschmeißen, das wegschmeißen. Hat sich auch gar nicht gelohnt gehabt. Oder doch, ein bisschen. Ein bisschen hat sich gelohnt, das alles zu sammeln. Dann können wir das eben hier einlagern. Was wir hier jetzt haben, das Seil und die Planken. Oder wir brauchen neues Werkzeug. Enterhaken. Haben wir nicht genug Planken. Axt. Haben wir auch nicht genug Planken. Toll. Würde ich sagen, wir schwimmen hier mal durch. Dann wissen wir zumindest, dass wir von hier durch diese Höhle auf unser Schiff wiederkommen. So. Autsch. Danke, Gulliver. So, wo ist Gulliver? Da oben. Da hat bestimmt wieder ein Stein, ne? Wo ist er? Da oben ist er, okay. Ich glaube, von da tut er uns erstmal nichts. Hoffe ich zumindest. Aber dann ist irgendwo hier Heribert. Da ist ein Heribert. Ich hoffe, Heribert tut uns auch nichts. Jetzt erstmal. Da haben wir wieder auch so einen Händler. Schauen wir mal hier oben. Okay, hier oben haben wir nichts zum Fällen oder zum Ausbeuten. So, irgendwo Metall. Ach nö. Aua. Das ausgerechnet jetzt kommt. Ja, Heribert. Wir wissen, du hast Aggro auf mich. Hier kommt's, geht's nicht weiter. So, da hinten ist er jetzt. Gut. Und so. Hier ist kein Metall, okay. Wäre schön gewesen. Weil man ist hier auch andauernd nur am Rennen, wenn man auf den Inseln ist. So, jetzt muss ich noch einmal zurück aufs Schiff. So, und jetzt kommt wahrscheinlich auch wieder Boris an. Boah, war das übel. Der hat mich jetzt übel erschreckt. So, Metallaxt, haben wir jetzt eine neue. Enterhaken. Haben wir jetzt auch einen Ersatz für den Fall. Das war jetzt aber hier echt übel von Boris. Da kommt er schon angeschissen hier. Boah. Das ist echt übel, was der da gemacht hat. So. Da hatten wir den Baum noch. Nice. Vielleicht gehen wir erstmal da rum. Unten rum erstmal gucken, was uns alles fehlt. Das finde ich interessant. Beziehungsweise sah für einen kurzen Moment interessant aus.
Vielleicht finden wir auch wieder mal eine Schatztruhe. Oder vielleicht sehen wir von hier oben im Wasser direkt irgendwo Metall. Kann ja auch sein. Nee, aber diese Seite ist auf jeden Fall, wo viel im Wasser ist. Das heißt, von dieser Seite, hier wo diese kleine Halbinsel ist, werden wir Metall im Wasser finden. Na komm, noch ein bisschen. Irgendwie muss ich doch hier... Ja, hier geht's hoch. Hier wiederum nicht. Aha. Ne? Noch eine Höhle. Aber hier ist nichts. Ich glaube, von hier müssen wir hoch. So. Gehen wir erstmal da lang. Vielleicht finden wir, sehen wir von hier aus hier irgendwo noch Bäume. Nein, nicht runterfallen. Hier haben wir noch ein paar Bäume, nice. So, ich würde sagen, jetzt können wir das hier schon mal wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Wassermelone. Nice. Und den nehmen wir auch noch mit. Und den können wir auch noch mitnehmen. So. Ah, nice, wieder Elder Scrolls. Die Musik. Ich werde demnächst auf jeden Fall auch noch die Playlist erweitern. Mit Musik. Mit Videospielmusik auf jeden Fall. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Hier sieht das nicht so aus. Ihr dürft mir aber auch gerne Vorschläge machen, welche von welchen Videospielen die Musik ihr gerne auch hier haben wollt. Da bin ich auf jeden Fall offen. Und dann könnte ich das auch noch dementsprechend erweitern. Boah, ich finde das jetzt gerade so episch, die auf die Insel hier runter gucken. Und dann die Musik. Wenn der Gulliver nicht wäre, um uns hier die Tour zu vermasseln. Nice. So, dann Kiste mitnehmen. So. Dann muss ich jetzt das noch wegschmeißen. Das. Interessant, dass die komplette Elder Scrolls Reihe irgendwie auch auf einem Stück kommt. Als würde das mein PC irgendwie wissen. So, ich würde aber sagen, in der nächsten Folge machen wir uns jetzt nochmal auf der Suche nach dem Metall. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxdeus und ciao. Aua.